munter ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. Womit ich nicht sagen will, dass Sie sonst faulenzen. Niemand hat mehr geleistet als Sie. Und der gesamte Einsatz wäre umsonst bis... Nun, sagen wir mal, es ist wieder soweit für Sie. Der rechte Mann am falschen Ort kann in der Welt viel bewegen. Also wachen Sie auf, Mr. Freeman. Schnuppern Sie die Asche in der Luft. Bist du denn eingestiegen? Das ist schon die dritte Versetzung. Dieses ewige Umsiedeln zehrt ganz schön an der Substanz. Tja, weiter geht's nicht. City 17. Sie sind in eine der besten unserer verbleibenden Städte gezogen oder entsandt worden. City 17. Ich bin stolz, ein Bürger von City 17. Aber das ist alles, was ich noch habe. Meine Herren, gut, bin unterwegs. Waren Sie die Einzigen im Zug? Willkommen. Die Wachen hielten den Zug an und nahmen meinen Mann zum Verhör mit. Er sollte mit dem nächsten Zug nachkommen, haben Sie gesagt. Aber immerhin, ich darf ja auf ihn warten. Sie sind immer... Sie fahren immer ab, aber kommen nie an. Und die ankommen, die fahren viel. Lass mich meinen Verwaltungssitz hier gezogen haben. In der von unseren Gönnern zur Verfügung gestellten Zitadelle. Ich bin stolz, ein Bürger von City 17 zu sein. Daher möchte ich Ihnen... Schon wieder... Willkommen in City 17. Stille Ausnahme. Halt! Erste Warnung, weitergeben. Keine Aktivität. Los, hier. Noch jemand mit einer 647? Du, Bürger, mitkommen! Ja, kein 647, kein 10127. Statusbericht von lokalen... Da muss ein Fehler vorliegen. Ich habe einen Umsiedlungsschein, wie jeder andere auch. Und nun zum Bier, das ich dir schulde. Ich bin's, Gordon, Barney von Black Mesa. Tut mir leid, ich musste den Kameras doch was bieten. Ich habe mich beim Ordnungsschutz eingeschleust. Darf nicht zu lang dauern, sonst schöpfen sie Verdacht. Muss noch einige Leute verprügeln. Ja, Barney, was ist denn?
Ich bin gerade bei einem wichtigen Test. Sorry, Doc, aber schau mal, wer hier ist. Grundgütiger! Gordon Freeman? So ganz ohne Vorwarnung. Ja, geht mir genauso, Doc. Er sah schon beinahe im Zug nach Nova Prospect. Also, Barney, was hast du vor? Ich denk nach. Alex ist hier, irgendwo. Sie weiß sicher besser, wie wir ihn herbringen können. Naja, solange er nirgendwo kontrolliert wird, dürfte alles okay sein. Hör mal, ich muss weiter. Wir riskieren so schon genug. In Ordnung. Und, Gordon, schön, dich zu sehen. Okay, Gordon. Du musst alleine zu Dr. Kleines Labor durchkommen. Oha, das hatte ich befürchtet. Rein hier, Gordon, bevor meine Tarnung auffliegt. Schnell was unter das Fenster und raus da und dann immer weiter bis zur Plaza. Ich treff dich später. Und jetzt in den Mülleimer. Bürger, Ihr Zivilurteil wird erlassen. Freundliche Grüße, ein besorgter Bürger. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ihre Frage befasst sich mit einer biologischen beginnt es immer. Erst ein Haus, dann das ganze Viertel. Ich weiß nicht, was Sie bei uns wollen. Sie werden schon einen finden. Hast du hier geklopft? Wusste gar nicht, dass wir noch eine Tür haben. Ihre Frage befasst dich mit einem biologischen Kern. Oh, ich dachte, du wärst ein Bulle. Er gehört zu uns. Sieh sie dir an, da unten. Ich sag's ja, als nächstes holen sie uns. Mann, ich hoffe, du hast Unrecht. Wissen unsere Götter wirklich, was gut für uns ist? Mit... Schluss damit! Hören Sie auf. Ich halte es nicht mehr aus. Es wird schon werden. Was sollen wir nun tun? Beachten, dass wir als Spezies... Bitte! Ist okay.
Achtung Anwohner. Falsche Personenzahl in Ihrem Block. Psst, hey du. Bei Kooperation mit Ordnungsschutz vollständige Ration. Jetzt beeil dich doch. Achtung Anwohner. Wohnblock könnte sozial verseucht sein. Informieren. Schnell, rein hier. Kooperieren. Dr. Freeman, vermute ich. Los, Beeilung. Die Combine kommen langsam in Gang, aber wenn, dann sollte man in Deckung gehen. Dr. Kleiner meinte, du würdest kommen. Vermutlich hat er die Wegbeschreibung vergessen, oder? Ich bin Alex Vance. Mein Vater war damals in Black Mesa dabei. An mich erinnerst du dich sicher nicht. Du sagst nicht viel, oder? Er war auch bei Black Mesa dabei. Wenn es um Green geht, sieht mein Vater rot. Komisch, dass du gerade heute auftauchst. Wir helfen Menschen zu Fuß aus der Stadt zu fliehen. Eine gefährliche Route zu Dads Labor. Durch die alten Kanäle. Heute haben wir vielleicht endlich einen besseren Weg. Hier, ich spendiere dir was. Oh, und übrigens, nett, dich endlich kennenzulernen. Verflixt nochmal. Wo ist sie hin? Lamar, komm raus da! Oha, alles in Ordnung, Dr. Kleiner? Oh, hallo, Alex. Nun ja, fast in Ordnung. Lamar ist wieder aus ihrer Kiste geflüchtet. Ich würde ja fast vermuten, dass Barney sie gefangen und... Meine Güte. Gordon Freeman. Bist du's wirklich? Ich fand ihn draußen, den Streuner. Ist schon ein Tunichtgut, oder? Wir verdanken Dr. Freeman viel, auch wenn er uns nicht selten in Schwierigkeiten bringt. Ich muss sagen, Gordon, dein Besuch kommt mir sehr gelegen. Alex hat gerade das letzte Teil unseres neuen Teleporters installiert. Dieser Durchbruch ist allein ihr Werk, Doktor. Unsinn. Du bist eine unserer Besten. Schauen wir mal, ob es funktioniert, okay? Und ist er hier? Da bist du ja. Mein Gordon, die sind aufgescheucht. Hier kann er nicht lang bleiben, Doc. Das gefährdet unsere ganze Arbeit. Barney, dies ist ein bedeutender Moment. Wir weihen den neuen Teleporter mit einem Doppeltransport ein. Es funktioniert? In echt diesmal? Weil die Katze lässt mich nicht mehr schlafen. Aber, es besteht kein Grund zur Besorgnis. Katze. Wir haben seitdem viel dazugelernt. Sehr viel. Katze? Doc, wenn er nicht auf die Straße geht, soll er zumindest die Klamotten wechseln. Was? Oh je,
Das hätte ich fast vergessen. Barney, ich überlasse dir. Muss wieder zurück zum Dienst. Aber okay. Jetzt geht's los. Ah. Mist, mach es weg! Lama, das ist hier. War das Viech nicht erledigt? Auf keinen Fall. Keine Angst, Gordon. Sie ist gestutzt und völlig ungefährlich. Sie könnte höchstens versuchen, sich mit deinem Kopf zu paaren. Erfolglos. Ich will es nicht mehr sehen. Hier, meine Kleine. Hüpf rauf. Nein, nicht darauf. Nein, nein. Vorsicht, Lama. Die gehen leicht kaputt. Verdammt, es wird Tage dauern, bis ich sie da rauslocken kann. Ha, mit Glück noch länger. Barney, du kannst nicht mit Tieren. Nun, wohin geht's? Gordon, dein Schutzanzug passt dir immer noch perfekt. Zumindest teilweise. Ich habe ein paar Änderungen vorgenommen, aber dies ist das Wichtigste. Also... Der Mark V Schutzanzug ist jetzt noch komfortabler und benutzerfreundlicher. Doc, dafür ist keine Zeit. Hat wenigstens den Anzug aufgeordnet. Gute Idee. Du kannst deinen Anzug jetzt an Combine laden. Lasst uns inzwischen diesen Laden schmeißen. Bist du dort? Ja, Eli. Es gab hier eine kleine Verzögerung. Du errätst nie, wer heute Morgen in unser Labor gekommen ist. Sag mir nicht, wer das ist. Ganz recht. Und wir wollen ihn zusammen mit deiner reizenden Tochter auf den Weg schicken. Bist du bereit, von Stad? Wir sind hier alle bereit. Tun wir es einfach. Also, der massivlose Feldfluss sollte sich selbst begrenzen und die Parameter stehen auf CY-Basis und LG-Orbifold, einschließlich hierbei. Die Bedingungen könnten kaum besser sein. Das hatten wir schon mal. Hey, ja, wegen der Katze. Visualisierung in 3. Geklappt? Sieh doch selbst. Hey, Doc. Oh, Gott sei Dank. Was bin ich erleichtert. Gute Arbeit, Izzy. Es war nicht nur mein Verdienst. Dr. Freeman hat mir sehr geholfen. Lasst uns Gordon jetzt hierher holen, ja? Ganz recht. Wir sprechen uns gleich wieder. Sauber, Gordon. Schalter ein und so. Dein MIT-Studium macht sich echt bezahlt. Okay, Barney, jetzt du. Uff, danke. Sobald du deine Position an... zu Eli. Knapper geht's echt nicht. Kurs gezeichnet. Initialisierung in 3, 2, 1. Barney, wärst du so nett? Viel Glück da draußen. Ganz recht. Es kann losgehen, Gordon. Bon voyage und viel Glück für die Zukunft. Schlusssequenz. Zum Teufel! Was ist denn? Es ist ein Schoßtierchen, das verdammte Viech! Lama! Teddy! Nein! Da ist er ja! Es
langsam arbeiten? Vergiss es einfach! Er kommt durch, Dad! Was ist los, Judith? Ich weiß nicht, es scheint eine Art Interferenz zu sein. Gott, tu nichts! Wir holen dich da raus! Irgendetwas zieht ihn weg! Was hat das zu bedeuten? Wer sind Sie? Wie sind Sie hereingekommen? Er ist wieder da! Ich hol ihn da raus! Du kannst doch nicht einfach reinwarten, es würde dich aufzählen! Gordon ist weg! Was ist los? Wirklich ja. Es gibt unerwartete Interferenzen! Keine Sorge, wir... Da ist er! Wir verlieren ihn wieder! Dieser Mann, ich bin mir fast sicher, dass... Gordon Freeman... Hey, Gordon! Die Zitadelle ist alarmiert! Das ist das reinste Wespennest! Hauer City 17 ab, solange es noch geht, Gordon! Nimm die Kanäle! Sie führen zu Elis Labor! Ist zwar gefährlich, aber es gibt ein Netzwerk von Flüchtlingen, die helfen, wenn sie können. Ich gehe mir gern mit, aber Dr. Kleiner braucht mich hier. Oh, bevor ich's vergesse. Das habe ich in Black Mesa gefunden. Viel Glück da draußen, Kumpel! Du wirst es brauchen. Machen. Statusverweigerung in dieser Gegend. Reagieren, isolieren, untersuchen. Achtung, Schutzteam. Statusverweigerung in dieser Gegend. Reagieren, isolieren, untersuchen. Untersuchen.
Bitte die Stellung wie Ihren Bürgerstatus sofort bei der nächsten Schutzeinheit. Dr. Freeman, die Tage der Combine sind gezählt. Du, wir sind nur ein Spähposten auf der Flüchtlingsroute. Der Hauptposten ist gleich um die Ecke. Die kümmern sich dann richtig um dich. Der Worte hier kann dich ziemlich schnell zum Gehen bewegen, echt? Geschafft. Vorsichtig jetzt. Wir dürfen keinesfalls bemerkt werden. Wenn der Ordnungsschutz dich hier erwischt, ist das schlecht für alle Flüchtlinge. Achtung, Schutzziel. Statusverweigerung in dieser Gegend. Reagieren, isolieren, untersuchen.